Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen. Wir machen heute weiter mit der Wiederholung des Themas Vektoren. Doch bevor wir zu den neuen Sachen kommen, erstmal eine kleine Wiederholung von letzter Woche. Wir schauen mal, ob der Herr Fähnrich gut aufgepasst hat. Kein Problem, natürlich habe ich gut Das werde ich aufgepasst. beurteilen. Wir haben die Strecke zwischen den beiden Punkten A, B und wir nehmen mal an, der Vektor von A ist gegeben und der Vektor von B ist gegeben. Aber der Vektor, den wir als Mittelpunkt M deuten können, der ist nicht gegeben. Wie kriegen Kein wir den? Problem, kein Problem. Dann nehme ich meinen guten alten Freund, den Ortsvektor OM. Moment, Moment, Moment. Wir haben gesagt, ab jetzt ohne Ortsvektor. Das heißt, der kommt bitte weg. Nein. Doch. Oh. Ja, der wird gelöscht. Denn wir haben gesagt, ab jetzt gibt es nur noch Punkte und Pfeile. Das sind verschiedene Deutungen von Vektoren. Insofern beginnen wir. Ja, gut, mit dem Punkt M einfach. Großes M Genau. ist eh schneller und einfacher. Und ich starte einfach am Punkt A und hänge daran die Hälfte des Pfeils A, B. Na, zufrieden. Genau, so kommen wir ohne Probleme zu unserem gesuchten Punkt M. Aber haben Sie letzte Woche gut aufgepasst? Mal, ja, ein Beispiel für Sie. Finden Sie diesen Punkt T. Der ist A plus. Ah, für Sie was Schwieriges, ein Viertel. A, B, das ging nicht raus, was? Ja, schauen wir mal. Wir starten am Punkt A und gehen von dort aus ein Viertel des Pfeils in Richtung B, also bis hierher. Das heißt, hier an dieser Stelle liegt mein Punkt T. Naja, das war wohl Anfängerglück. Wir machen mal was Schwierigeres. Nehmen wir mal einen weiteren Punkt S. Mal gucken, ob wir den rauskriegen. A plus. Jetzt guckt das. 0,9 AB. Jetzt überlegen wir mal, wir gehen von A aus fast den gesamten Pfeil, aber eben nicht den gesamten, sondern nur 0,9, also 90% davon. Dann landen wir irgendwo hier hinten mal auf jeden Fall. Bevor wir jetzt aber nachmessen, ob das wirklich super genau wäre, schreiben Sie mir nochmal eine allgemeine Gleichung auf von einem Punkt X. Und anstatt dass Kein Sie irgendeinen Problem. Faktor mehr geben, Sie können sich wahrscheinlich noch 100.000 Faktoren ausdenken, nehmen wir mal einfach mal ein R. Gut, kein Problem. Dann ist es einfach a plus irgendwas r mal ab. Was ist denn r? Ja, jetzt überlegen wir mal, R ist eine Zahl aus den reellen Zahlen, R, Element R, irgendeine beliebige Zahl aus den reellen Zahlen. Naja, so ganz stimmt das ja hier nicht. Na gut, momentan haben wir bisher nur Zahlen benutzt, die irgendwo so landen, dass wir zwischen A und B einen Punkt bekommen. Jetzt überlegen wir mal, wie müssen wir R auswählen, damit wir irgendwo hinter B landen. Hinter B, also hier hinter. Überlegen wir mal, wer R1 wäre, würden wir genau A plus einmal AB bei B landen. Das heißt, R müsste größer sein als 1, dann würden wir irgendwo hier hinten landen. Und wie können wir hier hinter A landen? Überlegen wir mal, wir würden für R 0 einsetzen. A plus 0, also wir hängen an dem Punkt A einen Pfeil der Länge 0, dann würden wir auf A landen. Das Klar. heißt, wenn wir für R irgendwas kleiner wie 0 nehmen, minus 1, minus 2 oder so, dann würden wir irgendwo vor A landen. Ja, und wie nennt man das ganze Gebilde, auf dem dann die Punkte liegen, Auf die dem wir alle Punkte x hinschreiben? liegen. Ja, das ist eine Gerade. Das ist eine Gerade. Das So einfach bedeutet, ist sie beschrieben. das ist die Gleichung, mit der wir eine Gerade mit Hilfe von Vektoren darstellen können. Das habt ihr auch schon in Klasse 10 gemacht. Und darum wird es im heutigen Video gehen. So, wir schreiben uns folgenden Merksatz auf. Jede Gerade lässt sich durch eine Gleichung der Form großes x ist gleich großes p plus r mal kleines u mit einem Pfeil drüber schreiben. Dabei wäre wichtig zu sagen, r ist ein Element der reellen Zahlen und der Vektor klein u ist nicht gleich dem Nullvektor. Von dem haben wir bisher noch nicht gesprochen. Der Nullvektor wäre jetzt in dem Fall einfach ein Vektor, bei dem alle einzelnen Einträge, wenn es jetzt ein dreidimensionaler wäre, dreimal eine Null wären. Und das macht ja keinen Sinn, weil dann würde ich keine Gerade erhalten. Okay, das hier ist die sogenannte Parameterdarstellung. Rechnerisch ist das Ganze wieder nur ein Vektor x, kriegen wir durch einen Vektor p, an dem wir r, zu dem wir r mal einen Vektor u addieren. Das ist die reine Rechnung. Geometrisch gedeutet bedeutet es, einen beliebigen Punkt x erhalten wir, indem wir am Punkt p starten. Und an den Punkt P den Pfeil U hängen, und zwar durch das R gesteuert, in welche Richtung wir diesen Pfeil hängen, also ob wir ihn in diese Richtung hängen oder mit einem negativen Vorzeichen von R würden wir ihn in die Richtung hängen, und wie lang wir das Ganze machen. So lang oder auch nur so lang. Ihr seht aber, egal wo der Pfeil sozusagen enden würde,
Wir erhalten immer einen Punkt x, der auf der Geraden liegt. Deswegen nennen wir das Parameterdarstellung der Geraden. Tein hat ja schon gesagt, rechnerisch ist groß P und klein o mit dem Pfeil drüber beides Vektoren. Die haben bestimmte Namen, damit man auch weiß, über was man redet. Groß P nennt man dabei Stützvektor und klein o mit dem Pfeil drüber nennt man Richtungsvektor. Wichtig ist auch, dass jede Gerade unendlich viele Parameterdarstellungen hat. Jetzt überlegen wir uns das mal in der geometrischen Deutung. Gucken wir uns den Punkt P an. Den könnten wir beliebig wählen auf der Gerade. Wir hätten unendlich viele Möglichkeiten, welchen Punkt wir nehmen könnten, da eine Gerade ja aus unendlich vielen Punkten besteht. Überlegen wir uns den Pfeil V. Der könnte halb so lang sein, viertel so lang. Der könnte auch in die andere Richtung zeigen. Immer würde der Punkt in Verbindung mit dem Pfeil diese Gerade beschreiben. Wem es zu theoretisch ist, in Aufgabe 1 ist da auch nochmal ein Beispiel, wo das sehr gut erläutert wird. So, außerdem müssen wir uns noch Gedanken darüber machen, welche Lage zwei Geraden zueinander haben. Wir haben hier vier Lagen dargestellt. Ich sage euch, was hier zu lesen ist und Herr Fähnrich veranschaulicht das Ganze dann für uns. Ich habe hier zwei Geraden, eine rote und eine gelbe, mal mitgebracht, beziehungsweise Ausschnitte von Geraden mit diesen Schriften dargestellt. Super. Okay, schauen wir uns den ersten Fall an. Identisch, das würde bedeuten, zwei Geraden sind im Prinzip gleich. Sie könnten unterschiedliche Parameterdarstellungen haben, aber alle Punkte sind gemeinsam. Ich kann das eigentlich gar nicht genau darstellen, weil die müssten wirklich genau aufeinander liegen. Das geht ja eigentlich gar nicht mit zwei Stiften. Aber ungefähr, wir können es uns vorstellen. Ja. Okay, zweiter Fall wäre, zwei Geraden sind parallel. Auch das, denke ich mal, dürfte uns recht eindeutig klar sein. Zwei gegenüberliegende Punkte haben denselben Abstand voneinander. Die würden sich nie schneiden. Der dritte Fall wäre jetzt genau das andere Fall. Sie schneiden sich irgendwie, haben sie einen gemeinsamen Punkt. Auch wenn wir die Perspektive ändern, mit der wir auf die Geraden schauen, in jeder Perspektive sehen wir, diese beiden Geraden schneiden sich. Und etwas, das in einer gewissen Perspektive auch so aussehen könnte, ist das Windschief. Wenn man sich es jetzt anschaut, könnte man meinen, die beiden Geraden schneiden sich immer noch. Wenn man die Perspektive ändert, was der Fähnrich gerade macht, sehen wir, da ist ein ganz schöner Abstand dazwischen. Das ist eben dieser windschiefe Fall. Hier zeichnerisch dadurch dargestellt, dass es eine kleine Unterbrechung in der gelben gibt. Das bedeutet, die lilane liegt sozusagen ein ganzes Stückchen vor der gelben Geraden. Wie macht man das jetzt, wenn man zwei Geraden in Parameterdarstellung hat? Wie prüft man diese Fälle? Da gibt es ein Schema zur Lagebestimmung von zwei Geraden, G und H. Als erstes prüft man, ob die Richtungsvektoren parallel sind. Ist das der Fall? Ja. Prüft man noch, ob es einen gemeinsamen Punkt gibt? Ist das auch der Fall? Ja. Dann sind sie identisch, denn wenn zwei Geraden einen gemeinsamen Punkt haben, mindestens einen gemeinsamen Punkt, und die Richtungsvektoren parallel sind, dann können sie nur identisch sein. Und haben sie keinen gemeinsamen Punkt, ganz klar, dann sind sie parallel. Gut, angenommen, der Test am Anfang hat gezeigt, nein, die Richtungsvektoren sind nicht parallel. Dann überprüft man ebenfalls, ob es einen gemeinsamen Punkt gibt. Wenn ja, dann ist das der Schnittpunkt da oben und weiß man, sie schneiden sich. Wenn nein, weiß man, das ist der andere Fall, das ist ein Windschief. Wie man das macht da unten, wir haben es in orange hingeschrieben, mit der Punktprobe und im Gleichsetzen, sieht man in der zweiten Aufgabe später. Genau. So, Aufgabe 1. Gib vier verschiedene Parametergleichungen der Gerade G durch die Punkte A, 2, 3, minus 1 und B, 5, minus 2, minus 4 an. Probiert mal selber eine oder zwei Parametergleichungen hinzukriegen. Ich denke, das könnt ihr noch aus der 10. Klasse. Wir zeigen euch gleich die Lösung in 3, 2, 1. So, eine Lösung haben wir hier schon mal vorbereitet. Als Richtungsvektor nehmen wir den Pfeil von A nach B, egal gestellt durch den Richtungsvektor AB. Den rechnet man hier aus, wie ihr es kennt, kriegt raus 3 minus 5 minus 3. Den nimmt man hier grün dargestellt als Richtungsvektor, geografisch bedeutet hier also der Pfeil von A nach B. Und wir brauchen hier noch einen Stützvektor. Dann nehmen wir den Vektor A, den man geografisch deuten kann als den Punkt A, hier auch dargestellt als den Punkt A. Das ist der Vektor 2, 3, minus 1. Jetzt haben wir hier eine Parametergleichung mit geografisch dargestellt mit dem Punkt A und dem Pfeil von A nach B. Naja, überlegt mal, ihr könntet ja statt dem Punkt A auch den Punkt B nehmen. Vielleicht kriegt ihr damit eine zweite Lösung hin. Oder den Pfeil in eine andere Richtung machen oder sowas. Ja. Schaut mal, ob ihr mehr hinbekommt. Wir zeigen euch gleich noch ein paar. In 3, 2, 1. Was haben wir im zweiten Fall gemacht? Wir haben gesagt, wir nehmen genau denselben Richtungsvektor. Den haben wir oben übrigens mal U genannt, sozusagen. Den haben wir zwar durch AB erhalten, aber im Prinzip ist es ja dieser kleine Richtungsvektor U. Und wir haben jetzt geometrisch gedeutet, den Pfeil, als den man U deuten kann, nicht mehr an A rangehängt, sondern an B, wie ihr seht.
Das heißt, b ist jetzt sozusagen unser Stützvektor. Und wir sehen trotzdem, obwohl das eine andere Parameterdarstellung ist, sie beschreibt dieselbe Gerade. So, Nummer 3, was haben wir da geändert? Ja, Nummer 3 haben wir unseren Richtungsvektor geändert. Und damit es nicht zu Verwirrung gibt mit hier U, haben wir ihn hier einfach klein v genannt. Das ist der Richtungsvektor BA. Das heißt, geometrisch gedeutet der Pfeil von B nach A. Haben wir ihn ausgerechnet. Das ist minus 3, 5, 3. Und hier haben wir den Vektor denselben genommen als Stützvektor wie hier. Nämlich den Vektor A. Das heißt, Groß X ist 2, 3, minus 1 plus R mal minus 3, 5, 3. Ihr seht es auch hier. Hier ist der Schutzvektor und wir haben den Richtungsvektor BA an hier an den Punkt A drangehängt. Als Pfeil gedeutet. Als Pfeil gedeutet. Gut. Was hier auch noch auffällt, das ist etwas, was wir euch auch nochmal erklärt haben, als Wiederholung vom letzten Jahr nochmal kurz. Vergleicht mal kurz die Vektoren U und V. Die Richtungsvektoren, die sind sogenannte Gegenvektoren. Und zwar sind gerade die Vorzeichen von jedem einzelnen Eintrag rumgedreht. Und wir sehen auch unten in der Skizze, der Vektor ist als Pfeil gedeutet, genau in die andere Richtung zeigend. Ihr werdet euch jetzt wundern, vier verschiedene Parameter gleichen, wir haben nur drei. Naja, uns ist der Platz ausgegangen, aber wir dachten, eine vierte kriegt ihr auch selber hin. Kleiner Tipp noch, falls es mal eine Aufgabe kommt, und es wird öfter mal so eine Aufgabe kommen, wo man das als erstes machen muss, ist es ganz gut, wenn man einfach den ersten Punkt wirklich als Schutzvektor nimmt und dann als Richtungsvektor AB nimmt, also so machen wie im ersten Fall. Das ist oftmals so am gängigsten, am schnellsten. Finde ich gut. Gut, weiter geht's. So, wir kommen zu einer zweiten Aufgabe. Dieses Mal geht es um die gegenseitige Lage der Geraden G und H. Wir haben die Gerade G mit Groß X ist gleich 501 plus T mal 21 minus 1 und die Gerade H mit Groß X ist gleich 712 plus T mal minus 6 minus 3, 3. Ihr wisst, nach der alten Schreibweise ist da oft ein kleines X mit einem Pfeil drüber. Würde Nach so der, aussehen, genau, anstatt diesem großen X. genau das entspricht im Endeffekt dem Ortsvektor. Und hier nehmen wir stattdessen einfach das große X nach der Malisch-Schreibweise. Das heißt, auch wenn ihr jetzt im Buch so seht, wie ein hellblau hier, schreibt es dann um gleich direkt in diese Schreibweise. Genau, und jetzt würde ich mal sagen, wir gehen kurz zurück zu unserem Schema von vorhin. So, hier seht ihr nochmal den Baum. Wir müssen erstmal entscheiden, sind die Richtungsvektoren parallel, ja oder nein? Und dann als zweites die Frage, gibt es einen gemeinsamen Punkt? Und dann kommen wir auf eine der vier Lagebeziehungen. Da haben Sie fast schon was verraten, Herr Thein. Na, dann probiert ihr es mal selber. Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, kommen wir zur Lösung der Aufgabe. Schritt Nummer 1, sind die Richtungsvektoren parallel? Gilt also, dass u ein Vielfaches von klein v ist. Ja, aber was ist denn überhaupt das kleine U und das kleine V? Na gut, das sind einfach die Richtungsvektoren hier oben. Hier haben wir einmal das u und hier haben wir das v. Gilt also, dass 2, 1, minus 1 ein Vielfaches ist von minus 6, minus 3, 3. Gut, ich sehe, wir schreiben das um in LGS, haben dann drei Gleichungen. Sie haben die gelöst mit jeweils R ist ein Drittel bei jeder Gleichung. R ist ja dasselbe. Was bedeutet das denn Na gut, dann? das bedeutet, es gibt ein R, für das wirklich dieser Vektor hier, wenn wir es damit multiplizieren, zu diesem Vektor wird. Das bedeutet, die Richtungsvektoren sind Vielfache und damit folgt, sie sind parallel. Ah, super. Ja, dann braucht man ja, wenn man dann weitergeht in unserem Modell, einfach nur gucken, ob die einen gemeinsamen Punkt haben Genau, das haben wir hier gemacht. mit der Punktprobe. Das heißt, Wir nehmen den Stützvektor von G, also den hier, 5, 0, minus 1, und setzen ihn hier drüben anstatt dem x ein. Das x steht ja für jeden beliebigen Punkt auf der Geraden. Wenn also der Stützvektor auf der Geraden liegt, muss er auch ein x von dieser Geraden sein. Deswegen setzen wir das ein, bilden sozusagen wieder ein LGS und schauen, gibt es ein gemeinsames T, also ein Faktor, für den wir dieser Stützvektor plus diesen Faktor mal dem Stützvektor zu dem hier drüben werden kann. Das schauen wir uns Okay, und hier ich an. sehe jetzt, oben haben wir in der ersten Zeile T ist ein Drittel, zweiten Zeile T ist auch wieder ein Drittel, Sieht gut aus. dritte Zeile T ist minus ein Drittel. Oh, au. Ganz schlecht. Das bedeutet, es gibt kein T, für das wir diesen Vektor hier mit dieser Geraden schreiben können. Und das bedeutet, der Punkt, der zu diesem Vektor gehört, liegt definitiv nicht auf dieser Geraden. Die Richtungsvektoren der Geraden sind parallel. Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit. Ja, dann sind auch diese Geraden parallel. Denn die andere Möglichkeit wäre identisch. Das sind sie nicht. Kein gemeinsamer Punkt. Sind parallel. Wunderbar. Übrigens haben wir hier eine Abkürzung auch benutzt, die wir weiterhin benutzen. Für Richtungsvektoren RV, für Stützvektoren SV. Mathematiker sind faul und ersparen Schreibarbeit.
Kommen wir zur Aufgabe 3. So, die Aufgabe 3 probiert die auch nach demselben Schema wie vorher. Ihr habt die zwei Geraden gegeben. Probiert selber. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir fangen wieder an und prüfen, ob die Richtungsvektoren parallel sind. Schreiben also, ist 2, 3, 1 gleich r mal 1, 1, 2. Gucken Sie uns an in der ersten Zeile. 2 ist 2 mal 1, also r wäre 2. Zweite Zeile, 3 ist gleich 3 mal 1. Hier wäre r also 3. Ist oben einmal 2, hier einmal 3. Wir brauchen gar nicht weitermachen, denn 2 verschiedene r heißt, das geht nicht. Das heißt, diese Gleichung ist unlösbar, es ist ungleich. Sobald es ungleich ist, heißt es, die beiden Richtungsvektoren sind kein Vielfaches voneinander und damit nicht parallel. Okay, das heißt, sie können sein windschief oder sie können sich schneiden. Prüfen wir wieder, ob sie einen gemeinsamen Punkt haben. Und dann schneiden sie sich, wenn sie einen haben. Wenn nicht, sind sie windschief. Vorsicht, jetzt machen wir keine Punktprobe, denn wir sind in unserem Diagramm, wenn wir kurz zurückgehen, auf der rechten Seite. Und wenn wir auf der rechten Seite des Baums runtergehen, dann brauchen wir nicht die Punktprobe, sondern dann müssen wir die beiden Geraden gleichsetzen. Das machen wir auch. Diese beiden Geraden hier habe ich gleichgesetzt. Moment mal, da oben haben beide ein t vor dem Richtungsvektor als Faktor und hier hat nur noch eine das t und die andere hat ein s. Ja, scharfes Auge, gut beobachtet. Wissen Sie auch warum? Tja, das liegt eben daran, dass wenn wir uns überlegen, ob bei zwei Geraden einen gleichen Punkt haben, dass ja nie garantiert ist, dass wenn wir mit dem Stützvektor der einen starten, dass wir den Richtungsvektor gleich oft ranhängen müssen, wie bei der anderen, um zum selben Punkt zu kommen. Es kann ja sein, bei der einen wäre er ganz nah am Stützvektor dran, wir müssen vielleicht nur 0,1 mal den anderen ranhängen und wären sofort beim Schnittpunkt. Und bei der anderen könnte der Schnittpunkt ja theoretisch kilometerweit entfernt liegen. Insofern zwei verschiedene Faktoren. Völlig richtiger Teil. Falls euch immer noch nicht ganz klar ist, merkt euch einfach beim Gleichsetzen, benutzt auf jeden Fall andere Variablen, sind nicht einfach dieselben wie da oben. Gut, ja, jetzt ordnen wir das Ganze. Das heißt, die Variablen oder die Vektoren, wo Variablen davor stehen, bringen wir auf die linke Seite. Und die Vektoren, wo keine Variable davor ist, bringen wir auf die rechte Seite. Wir machen minus 7 minus 2, 2 minus s mal einen Vektor 1, 1, 2. Schreiben es hier so auf. Das Ganze können wir in ein LGS im Endeffekt transformieren. Haben dann bei der ersten Zeile 2t minus s ist minus 3. Zweiten 3t minus s ist minus 4, bei der dritten t minus 2s ist minus 3. Das müsstet ihr jetzt können, dieses LGS lösen. Wenn nicht, was macht man dann? Dann nimmt man den GTR. Ja, oder man guckt unser altes Video. Genau. Zum Thema lineares Gleichungssystem, Teil 1 oder Teil 2. Also wichtig an der Stelle, wir setzen das in der nächsten Stunde voraus. LGS lösen haben wir lang genug gemacht. Solltet ihr können, wem es unklar ist, schaut es euch bitte wirklich nochmal an. Und hier kann jetzt nur zwei Möglichkeiten können rauskommen. Entweder es gibt eine Lösung, wie hier auch, oder es gibt keine Lösung. Dann werden die geraden Menschen, wären wir fertig. Sie könnten doch aber auch identisch sein. Nee, können sie nicht sein. Das haben wir hier oben schon ausgeschlossen, da die Richtungsvektoren nicht parallel sind. Gut, das kann nicht rauskommen. Gut, wir finden hier eine Lösung. T ist minus 1, S ist 1. Das heißt, G und H schneiden sich. Jetzt müssen wir nur noch T gleich minus 1 in G einsetzen. Warum? Weil uns dieser Schnittpunkt auch noch interessiert. Steht jetzt hier oben nicht explizit drin. Eigentlich können wir sagen, hier sind wir fertig. Aber das ist jetzt noch zusätzlich gedacht, wird auch oft gefragt. Wir setzen T minus 1 in G ein. Dann steht hier groß X ist 7 minus 2, 2 plus minus 1 mal 2, 3, 1. Und daraus 5 minus 5, 1. Das heißt, unser Schnittpunkt ist 5 minus 5, 1. Noch würde Fragen? Ich den auch erhalten, wenn ich jetzt S in H einsetze? Wenn ich S in H einsetze, das heißt, Sie meinen S gleich 1, hier das, in H hier oben, also statt im T haben wir S genommen, prüfen wir es. 4 plus 1 mal 1 ist 5, passt. Minus 6 plus 1 mal 1 ist minus 5, passt. Minus 1 plus 1 mal 2 sind plus 1, passt. Stimmt, super. Wunderbar, schöner Abschluss für unser Video. Ja, bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.